Jawohl! Morgen! Flugzeug im Anflug! 170 Grad! Alarm! Was? Kann es ganz sein? Pass mal auf, Mensch! Vormug ist zu! Lage ein! Ein Fluter! Auf 60 Meter gehen! Von Backbord. Aus einer Wolkenlücke. Typ nicht erkannt. Vor den Fliegern, die sie jetzt schicken, kann man nur sagen, Hut ab. Hängen Mutterseelen allein in ihren Mühlen. Und gehen doch ran wie Blücher an der Katzbach. Könnten ihre Bomben einfach in den Bach schmeißen. Wer sieht's denn? Der liebe Gott. Der liebe Gott sieht alles. Schwein gehabt, der hat uns nicht gesehen. Oder war es eine Möwe? Hm? Schwer zu entscheiden, wenn sie direkt aus der Sonne anfliegen. Na, Dufte? Na? In 5 Minuten auftauchen. Kann jedem mal passieren. Klar machen zum Anblasen. Träge vergehen die Tage im stetigen Wechsel der Wachen und Freiwachen. Nichts geschieht. Mehr und mehr übt ein bestimmtes Geräusch eine magische Wirkung auf uns aus. Das leise Zirpen der Funksprüche. Erst durch die Schlüsselmaschine ergibt sich aus wirren Buchstabenfolgen ganz langsam ein Sinn. Gilt es uns?
Nichts. Nichts für uns. Auf der Quadratkarte zackt der Strich, der unseren Kurs markiert, regellos hin und her wie ein willkürlich geklappter Zollstock. Stur läuft die Schiffsroutine ab. Tag für Tag dieselben Verrichtungen. Scheiße. Immer derselbe gleichförmige Wechsel von Wache und Freiwache. Saurer Dunst von Öl, Schweiß, Bilsch und nasse Klamotten. Morgen, Herr Obermaschinist. Ist gut. 20 vor voll, Herr Oberleutnant. So, nicht zu viel Abfall hier, Kameraden. Ja, klar, so, jetzt kaufe hier. Kurz vor Mitternacht. Die erste seemännische Wache macht sich klar. Damit ihre Augen sich an die Dunkelheit draußen gewöhnen, ist in der Zentrale Rotlicht geschaltet. Vorsicht! Weißzug, verdammt nochmal! Kaffee am Arsch hier. Unruhige Zeiten, ne? Gib mal das Handtuch weiter hier. Der Alte. Komischer Kauz. Ist angeblich mit so einer Nazi-Zicke verlobt. Fliegerwitwe. Nazi-Zicke? So eine Sauberficke. Wie meinen Sie das, Herr Bootsmann? Die kriegen doch auf der Reichsbräuteschule einiges beigebracht. Was denn? Kreide in der Arschdecke und auf der Wandtafel Otto Otto schreiben. Das ist wahr. Das macht sie gelenkig. Morgen, Männer. Morgen, Oberleutnant!